Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Für mich geht es jetzt gleich nach Leipzig. Es wird nämlich dieses Wochenende wieder die deutschen Meisterschaften statt und ich dachte mir, es ist vielleicht ganz cool und ich nehme euch nochmal so ein bisschen behind the scenes mit und zeige euch, wie so ein Wettkampftag aussieht. Und ja, hoffe, dass ich ein paar coole Einblicke filmen kann. Das ist immer nicht ganz so einfach an einem Wettkampftag, weil man ja immer auf den Wettkampf konzentriert ist. Aber ich gebe mein Bestes. Morgen ist dann der Vorlauf und am Sonntag ist dann das Finale, wofür ich mich dann hoffentlich qualifizieren kann. Und Sonntagabend geht es dann auch direkt weiter. Ich habe nämlich am Montag und Dienstag noch ein Shooting, weshalb ich dann noch nach London fliege. Und ja, mal gucken, vielleicht kann ich euch da auch noch so ein paar Einblicke von zeigen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Es ist wieder für Boss und ist auch ganz gut, weil ich nächste Woche eine freie Woche habe. Das heißt, ich kann mich mal ein bisschen ausruhen und ein bisschen runterfahren, bevor es dann ja auch schon relativ bald wieder ins Trainingslager geht. Aber ja, ich freue mich aufs Wochenende. Ich bin gerade in Leipzig angekommen. Das Hotel ist klein, aber fein, würde ich sagen. Ja, aber reicht auf jeden Fall für die 2 Tage jetzt aus. Wir gehen jetzt direkt was essen und dann geht es eigentlich auch direkt ins Bett. Aber zum Glück kann ich morgen ausschlafen. Der Lauf ist um 15 Uhr, glaube ich. Also recht entspannt. Und ja, heute Abend passiert da nicht mehr viel. Ich werde versuchen, relativ früh ins Bett zu gehen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Aber tendenziell bin ich jemand, der immer sehr gut und schnell einschläft. Aber vor Wettkämpfen manchmal auch nicht so. Mal schauen. Guten Morgen! Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und war schon frühstücken. Habe auch sehr gut geschlafen. Also ja, habe echt durchgeschlafen. Das passiert mir selten vorm Wettkampf. Und jetzt geht's dann in 2 Stunden, glaube ich, ins Stadion. Davor denke ich mir, hole ich mir noch mal ein bisschen was beim Italiener zum Essen. Und ja, bin eigentlich nicht so aufgeregt. Mal gucken, vielleicht kommt's noch. Aber heute ist ja eigentlich auch nur der Vorlauf, wenn es gut läuft. Also morgen ist dann das Finale. Ich hoffe, dass ich mich fürs Finale qualifizieren kann und vielleicht auch noch eine ja, neue Bestzeit aufstellen kann. Das wäre natürlich optimal. Ich schaue jetzt gerade noch ein bisschen Modern Family. Das kommt gerade im Fernsehen. Ich liebe die Serie. Ich habe die bestimmt schon viel zu oft geschaut. Und ja, chill jetzt einfach nur ein bisschen. Am Wettkampftag ist echt immer, man macht einfach gar nichts, bis der Wettkampf ist. Ich kann auch nichts für die Uni machen, weil ich mich einfach sowieso nicht konzentrieren kann. Aber ja, der Tag vergeht sowieso immer so schnell. Und ja, mache mich dann später auf den Weg. Hammer, Lisa! Sehr gut! Komm jetzt! Machst du gut!
Alisa Schmidt vorne, Luda Thiel an zweiter Position. Komm, Alisa! Das warst du! So, die wichtigste Nachbereitung, Physio. Das Beste am Wettkampftag, die Massage danach. Konnte als Erste reingehen und hab's geschafft, schnell anzugehen. Für meine Verhältnisse sogar echt sehr schnell. Ja. Ich hoffe, dass ich dann morgen noch ein bisschen was drauflegen kann. Und alle Daumen sind gedrückt, ja. Aber das schafft sie. Genau, bekomme auf jeden Fall wieder die Außenbahn, also 5 oder 6, weil ich den Lauf gewonnen habe. Genau. Und dann, ja, wird angegriffen. Ja, ich bin echt gespannt. Aber wird bestimmt cool. Aber ich muss sagen, du hast ja auch gesagt, du fandest in Leipzig schwer zu laufen. Ja. Ja, weil in schnellen Bodenbahnen zu laufen. Genau, weil man halt so krass runterläuft und dann wieder so krass hoch. Und das war echt ein bisschen ungewohnt. Ja. Man kann halt vorher nicht auf die Bahn, weil wir halt vorher nicht rein dürfen. Das ist ein bisschen spannend. Aber jetzt bin ich ja schon einmal gelaufen. Morgen ist es dann eingelaufen. Dann wird es schon ein bisschen besser. Ja. Genau, jetzt fahren wir zurück ins Hotel und entspannen erstmal ein bisschen. So, ich bin jetzt gerade noch im Lympho. Habe ich extra mitgenommen. Keine Kosten und Mühen gespart. nee, aber genau, machen wir jetzt gerade noch zur Regeneration. Und dann gibt es noch ein Stück Kuchen. Yay! Weil Michelle hat nämlich noch Käsekuchen mitgebracht. Genau. Richtig geil. Und schauen dabei noch weiter Leichtathletik. Genau, ich habe jetzt übrigens gesehen, dass ich morgen die Bahn 6 habe. Was ja eigentlich für morgen ganz gut ist, weil hinter mir ist Corinna. Und Corinna rennt sehr schnell an. Deswegen wird die mich auf jeden Fall schon schnell haben. Und dann kann ich schön mitlaufen, hoffe ich, und den Schwung mitnehmen. Aber ja, ich bin gespannt. Wir sind heute alle, außer als Corinna, alle ähnliche Zeiten gerannt, ne? Also waren jetzt nicht so krass auseinander. Ja. Deswegen wird es morgen spannend. Aber trotzdem bin ich ja noch an Platz 2. Also ich will auf jeden Fall eine Medaille haben. Das schaffst du auch. Es wird morgen hoffentlich klappen. Das erste Mal bei den Erwachsenen, deswegen ja. Aber ich freue mich schon drauf. Ja. Erstmal danke. Es ist der Finaltag. Ich muss sagen, ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ich hatte irgendwie gedacht, dass ich ein bisschen mehr entspannt ans Rennen rangehe. Aber es ist halt trotzdem immer, bei deutschen Meisterschaften ist immer Aufregung mit dabei und ist auch gut so, weil man ja noch mehr Adrenalin dann hat, aber... Ja, ich hoffe sehr, dass ich heute das zeigen kann, was ich drauf habe und wofür ich jetzt die letzten Wochen so hart gearbeitet habe. Und bin sehr gespannt aufs Rennen. Ich habe ja wieder die Bahn 6. Ich mag es ja eigentlich gar nicht, außen zu laufen. In der Halle ist es aber dann nochmal anders, weil man dann reinläuft und dann sowieso im Pulk läuft. Und Corinna ist hinter mir. Und wenn Corinna hinter mir gestartet ist, ich weiß nicht wieso, aber immer... Es lief eigentlich immer gut, deswegen ich bin optimistisch und hoffe, dass ich mir heute den Traum von der Medaille erfüllen kann. Mal schauen. Ich werde jetzt, denke ich mal, auch nicht mehr so viel vloggen, weil ich mich jetzt einfach aufs Rennen konzentrieren möchte. Mal gucken, ob ich irgendjemanden anderen finde, der ein bisschen was filmt. Aber ansonsten melde ich mich dann nach dem Rennen und bin auf jeden Fall sehr gespannt. 100 Meter, der Männer mit Patrick Schneider, Marvin Schmiel und Kevin Fuente. SCC Berlin, Alisa Schmidt. Das 400 Meter Finale, präsentiert vom Plan International, startet jetzt. Oh mein Gott. Ich glaube, mein Puls ist höher und ich bin aufgeregter als sie. Auch, ich glaube. Hilfe. Natürlich schafft ihr das. Oh mein Gott.
Leute, ich hab's geschafft. Ihr glaubt gar nicht, wie erleichtert ich bin. Das ist meine erste Medaille bei den Erwachsenen und ich freue mich wirklich so, so sehr, dass alles geklappt hat und es hat mega Spaß gemacht heute. Ich war schon angespannt vorher, aber bei mir ist immer so, wenn es zum Lauf zugeht, dann werde ich immer ruhiger und fokussierter und ja, konnte es auch genießen, heute zu laufen. Und als ich dann als zweites Ziel war, ich war einfach so froh, dass ich es geschafft habe und ja, auch vom Rennverlauf war ich einfach mega glücklich, dass ich alles umsetzen konnte. Und einfach da, ja, jetzt so mit den Jahren schon viel Erfahrung sammeln konnte und so cool zu sehen, so wie man sich von Jahr zu Jahr entwickelt, weil man ja genau weiß, wie man vor einem Jahr in dieser Situation sich gefühlt hat und reagiert hat. Und ja, jetzt ist endlich die Silbermedaille da und wie gesagt, es bedeutet mir wahnsinnig viel. Auch die Zeit, also 52,80, ist für mich eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr und ich bin so dankbar, dass einfach der Plan aufgeht und das Training sich auszahlt und wir auf dem richtigen Weg sind. Weil ich habe ja auch schon mal auch erzählt, dass wir das Training so ein bisschen umgestellt haben. Und man weiß dann immer nicht, wie funktioniert es. Und ja, bin einfach super, super, super dankbar. Es war jetzt heute auch die WM-Norm. Also es ist auch meine erste Einzelnorm bei den Erwachsenen, was mir auch nochmal wahnsinnig viel bedeutet. Also die Zeit war für mich noch so dieses i-Tüpfelchen, was es noch schöner gemacht hat. Und ja, ich werde aber, so wie es aussieht, nicht bei den Weltmeisterschaften starten, was ich natürlich einerseits echt schade finde, weil es halt, wie gesagt, mein erster Einzelstart gewesen wäre, was natürlich eine mega Erfahrung wäre, aber es wäre einfach nicht die optimale Vorbereitung für den Sommer, weil die in 4 Wochen erst ist und davor fällt keinerlei Wettkämpfe statt und wir sind eigentlich auch schon wieder im Trainingslager in einer Woche, deswegen funktioniert das alles nicht so richtig. Und wir haben gesagt, wir verzichten, falls es klappt, auf die WM-Norm, auf die WM. Ja, aber ich bin einfach mega, mega happy. Angekommen im Hotel. Ich habe noch nie so ein Hotel gesehen. Sieht mega, mega cool aus. Ich bin mal auf das Zimmer gespannt. So, dann kriegt ihr jetzt eine Live-Reaction. Das sieht auf jeden Fall schon mal mega, mega, mega schön aus. Wow, allein das Badezimmer. Richtig, richtig cool. Oh, da freue ich mich gerade mega drauf. Geil. Ich werde jetzt trotzdem, denke ich, direkt ins Bett gehen, damit ich morgen fit bin, weil es ja auch schon wieder 0 Uhr ist und ich morgen früh raus muss. Aber das sieht echt mega schön aus. Ich bin mal gespannt auf die Aussicht morgen. Guten Morgen. Das ist jetzt der Tag des Shootings. Ich fahre jetzt gleich zur Location und dann, denke ich mal, werden wir heute den ganzen Tag Videos und Fotos machen. Mal schauen, wie viele Eindrücke ich da zeigen kann, dadurch, dass die Kollektion ja erst in einem halben Jahr rauskommt, denke ich mal, ist das alles begrenzt. Aber vielleicht kann ich euch trotzdem so ein bisschen mitnehmen. Und ich bin gespannt auf den Tag. Letztes Mal war das echt so, so cool und ich habe so viel mitnehmen können und lernen können. Deswegen bin ich echt gespannt, was mich jetzt gleich erwartet. Ich habe auch ganz gut geschlafen, zum Glück, und konnte mich noch ein bisschen ausruhen. Und ja, freue mich auf die nächsten Tage. Das Shooting ist jetzt vorbei. Es waren zwei richtig, richtig coole Tage. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe auch so viele coole neue Leute kennengelernt.
Ich bin echt mega, mega happy, dass ich da mit dabei sein durfte und bin richtig gespannt auf das Endergebnis. Ich konnte jetzt leider nicht so viel filmen, weil es halt alles noch streng geheim ist quasi. Also die Kollektion ist ja noch nicht raus und auch das ganze Set wollten die eigentlich nicht, dass man das schon sieht. Deswegen war es ein bisschen schwierig zu filmen. Aber ja, mal gucken. Ich bin wirklich gespannt, wie die Fotos am Ende aussehen. Wir haben jetzt quasi das auch fotografiert, was jetzt gerade auch schon überall draußen ist und gerade überall zu sehen ist an Plakaten. Und ja, die Fall and Winter Kampagne quasi fotografiert. Es war aber auch sehr anstrengend. Also ich habe jetzt heute Nacht, glaube ich, 11 Stunden durchgeschlafen, weil einfach auch die letzten 4 Tage jetzt mit dem Wettkampf und dem Shooting zusammen sehr anstrengend waren. Aber es war für mich jetzt perfekt, weil ich ja nach den deutschen Meisterschaften jetzt eine Woche frei hatte. Und ja, deswegen hat es für mich jetzt perfekt gepasst. Dann konnte ich das nämlich direkt einbauen und habe jetzt kein Training verpasst. Und werde jetzt noch ein paar Tage London genießen. Da freue ich mich schon mega drauf. Ein bisschen, also eigentlich auch nur 2 Tage Urlaub. Aber ja, dann geht es wieder los mit Training. Und dann geht es ja eigentlich auch schon wieder direkt ins Trainingslager. Aber es ist ja richtig cool, dass man so Best of Both Worlds eigentlich hat. Zum einen jetzt die deutsche Meisterschaft macht natürlich auch immer mega viel Spaß mit den ganzen Athleten. Auch generell, weil man halt mittlerweile so viele Kontakte innerhalb von Deutschland hat und die dann halt immer auf den Wettkämpfen wieder sieht. Es ist halt echt richtig schön, weil halt auch so viele Freundschaften da entstehen. Aber jetzt gleichzeitig halt auch diese Modewelt ist halt komplett was anderes. Deswegen ist es echt cool, da auch mal so ein bisschen einzutauchen und zu sehen, wie sowas so abläuft. Aber ich muss schon sagen, ich bin froh, dass ich hauptberuflich Sportlerin bin. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und ist halt, ja, meine Passion. Aber so für eine kurze Zeit mal in die Modewelt einzutauchen, ist auch echt richtig cool. Dieses Mal waren jetzt am Set von Boss auch 2 andere Sportler. Zum einen ja Anthony Joshua. Gestern war auch noch ein Fußballspieler, der hieß Raphael Varane. Genau, das war auch richtig cool, den mal kennenzulernen und sich dann auch mit anderen Sportlern aus anderen Sportarten halt auszutauschen. Bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für. Ich wollte jetzt aber an dieser Stelle auch schon das Video beenden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und ich konnte euch so ein paar Einblicke wenigstens vom Wettkampf geben. Und hinterlasst mir sehr gerne euer Feedback und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video.